Wieso ist eigentlich da ganz überall, wo Lava sein sollte, Stein und Cobblestone? Das ist die Pumpe. Die leckfreie Pumpe. Tauscht das einfach aus, oder wie? Oh, hier ist auch Ja. noch ein Genauso wie die Ender Quarry Sachen, die sie abbaut, mit Dreck vertauscht. Das heißt, rein Oh. theoretisch, ja, könnten wir mit einem Excavator, wenn wir hier fertig sind, durch den Nether gehen. Wobei ich glaube, im Nether wird es dann wahrscheinlich Netherrack nehmen, intelligenterweise. Andererseits, wenn wir das in der Overworld machen, im kleinen Bereich, so viele Ideen, so viele Möglichkeiten. So wenig Zeit, sie umzusetzen. Soll ich ein bisschen Soul Sand abbauen? Ich habe keine Schaufel dabei. Mist. Beim Kupfer helfen. Ja, tue ich ja, aber ich finde keins. Ja, siehst du, so geht's mir momentan. Vor allem, weil sobald man was abbaut, hat man doch die ganze Aggro, oder? Nee. Nicht mehr? Nicht mehr direkt. Das ist irgendwie nur 10%ige Chance. Jetzt nochmal Netagold. Also der Regen kotzt ja schon an. So extrem, ey. Und man hört ihn wenigstens nicht. Rain Shield. Nee. Was? Muss doch irgendwas geben. Wow. Kann man einfach Ja, mit es gibt 11 den. FPS nicht viel machen. Gibt gleich den Rainmaker von Forestry. Ja, der kann auch. Ja. Der kostet recht viel Diamanten und ein Sturdy Casing, glaube ich. Oder so ein Hardened Casing sogar. Man ist ja egal, wir haben es ja. Wir haben es wirklich. Ich mach das mal schnell. Das Problem wird eher sein, da die Iodine-Capsules zu basteln. Sind die teuer? Ach so, stimmt. Bienenprodukte, glaube ich. Glaube ich. Ich hab's nicht auswendig da. Ja, Pollen. Jo. Aber da bist du ja bald dran, also. Beziehungsweise haben wir nicht schon Industrial, beziehungsweise Diligent? Ich glaube, Diligent muss das auch schon Diligent produzieren. heißt jetzt Jaded anscheinend. Nee, Nee. Jaded ist Jaded etwas ist ein Extra. anderes. Ach Die so, ich Jaded, dachte. wenn du genau hinschaust, ist die Jaded auch eine kleine Heiligenschein. Ja, und ein Weil. Teufel ab und zu. Ja, das Ich ist weiß Jaded nicht. Cat. Ich wollte gerade sagen, Jaded Cat. Ist eine Anspielung auf Jaded Cat, genau. Kann es sein, dass Jaded Cat mittlerweile irgendwie in jedem Mod irgendwie vertreten ist? Nee. Aber in sehr vielen? Ich meine, klar, sie ist eine Ikone. Sie ist so dieses Warped Mind, mehr oder weniger. Das auf jeden Fall. Aber irgendwie nicht in irgendeiner anderen Art und Weise. Wieso? Weil ich das behaupte. Okay. Gewitter. Das Portal übrigens verloren, ich habe mir keinen Wegpunkt gesetzt. Von mir aus Ne, 110 Blöcke. Aber ich gebe es, glaube ich, auch auf, weil das bringt jetzt nicht wirklich was. ich hab dich gerade wieder gefunden, ich muss nur den Weg wieder zu dir finden. Glauschirms machen Schaden. Autsch. Wenn man von oben drauf fällt, ich hab irgendwie gehofft, die funktioniert so ein bisschen wie die Wolken, aber. Natürlich nicht. Du kannst von unten durchhüpfen, aber von oben nicht. Das sind die Pilze für dich. Haben wir Was, denn wo noch bist du? Äpfel? Wo bist du? Nee. Unter dir irgendwo, glaube ich. Dann hol Kannst dich nicht unter mir gleich. sein, weil ich auf Lava-Ebene bin. Also bist du über mir. Dann bin ich das. Ich bin bei der Kiste unten, bei dem Baum. Kiste unten beim Baum, ja. Wieso hast du eigentlich das Darkwood nicht mitgenommen? Weil wir es nicht unbedingt brauchen, aber es ist hübsch. Dann nimm du es halt mit, ich habe keine Axt bei gehabt. Ah ja, ich hab nur so eine Holzaxt, die Axe of Despair, aber die läuft ja. Die reicht ja. Vielleicht explodiert das Holz ja mittlerweile auch. Nein, tut's nicht. Nee, nur Fuse Wood. Man weiß ja nie. Denkst auch, die werden. Aber wirklich so ein schönes tiefblaues Holz, das ist doch eigentlich hübsch. Und so natürlich, hallo Vieh. Im Nether von Natürlichkeit zu sprechen, ist aber eher abartig. Naja. Der Traum eines Bonnet Boys. Alles was? College Boys? Nicht? Yeah. Ich kenne mich da nicht so ganz aus, aber ich Nein. glaube, das sollte ungefähr passen. Worum geht's? College Boys. Ah. Ja, damit kennt er sich aus, der Simon. Zwar Bondage gesagt, aber ja, passt. Ach, du hast. Bondage? Damit kennt er sich aus, ja. Aha. Nein, eigentlich nicht, sag Hat's ich doch jetzt nicht gerade. gerade rausgerissen. Warum regnet's hier nicht?
Ja, aber ehrlich, wieso sollte das der Traum eines solchen Kerls sein? Ach, ich weiß nicht. Das ist hier ganz viel Sadomasochismus, vorwiegend eben Masochismus. Ach, hier in der Meta meinst du, oder wie? Ja. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Lava ist mehr als Masochismus. Ich glaube, Lava ist einfach nur noch pure Lebensmüdigkeit. Ja, das ist auch ein Fetisch. Einer von viel zu vielen. Ich würde sagen, Lebensmüdigkeit würde ich nicht mehr direkt als Fetisch, sondern eher als Krankheit ansehen. Oder als Verzweiflung, aber... Och, ich meine, irgendwelche Leute galt doch der Gedanke auf, dass sie nach dem Tod aufgegessen werden. Was? Was? Aufgegessen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich habe übrigens gerade Netherkopfhaar gefunden, okay. Direkt vor unserer Haustür. Okay. Aber dann von wem aufgefressen? Immer mit. Auch von Freunden, Bekannten, unbeteiligten Personen. Wo ist Blaze dort her? Von Freunden und Bekannten, ja. Klar. Aufgegessen. Ich trage dich immer in mir. Natürlich, es gibt doch so einen Leichenschmaus in manchen Regionen Deutschlands in der Welt. Ja klar, wenn man da nicht Schweinebraten serviert, sondern einfach mal den Gefallenen selbst. Ist doch eine nette Geste, meint er nicht? Natürlich. Du machst mir echt Angst. Ach, ich versuche gerade irgendwie das Kupfer abbauen zu überleben, also bitte. Weil ich gerade keine Frames mehr kriege. Sogar keine mehr. Ach, weil sich Avira öffnet und unbedingt meinen PC... Pausieren, nicht jetzt. Du verbrauchst gerade zu viel Speicherplatz. Ja. Du auch übrigens. Ich brauche überhaupt keinen Speicherplatz. Ich speichere mich selbst, in mir. Ich generiere Speicherplatz, den ich brauche. Hier ist noch mehr Kupferohr. Wie viel hast du jetzt? Ich baue noch ab. 32 haben wir hier oben. Andersrum. 32 brauchen wir hier oben, 5 haben wir. Ich habe jetzt nochmal 8 Stück. Obwohl, da ist noch mehr. 9. Viel Glück. Apropos Glück. Kann man da nicht noch einen Hammer drauf verwenden? Theoretisch? Weil, nee, das geht ja gar nicht, ne? Du hast übrigens eine kaputte Pick of Splinter Dreams liegen lassen. Habe ich wohl, ja. Übrigens, einfach mehreren Stunden. Eine Spitzhacke, das Splintered Dreams auch nur, nicht? Splintered. Ja. Ich überlege gerade, will ich jetzt den automatischen Altar bauen? Boah, eigentlich schon, ne? Die Frage ist nur wo, weil wir müssen die Morphform dafür erstmal kurz anhalten. Hä, was? Was? Opfern, ja. Ja. Hm? Wie funktioniert das überhaupt mit der automatischen? Alter, haben wir hier viel Invar-Sachen hier drin. Ja. Sag doch was, ich könnte meine Rüstung hier so schön mit upgraden mit. Du hast die Well of Suffering. Der Well of Suffering leidet alles, was reinkommt. Und dabei verliert es Blut. Dieses Blut kann dann vom Altar aufgesaugt werden und aus dem Altar raus über Rohrleitungen und Tanks in den großen Altar hinten. Ganz normal. Das heißt, am besten wäre es, wenn die Mobs vorher überhaupt keinen Schaden bekommen. Theoretisch schon. Okay. Lass dich einrichten. Hallihallo. Was? Internet. Vorsicht, du fällst gleich runter. Ups. Der ist weg. Ah, der ist weg. Game, please. Du bist eigentlich ein Creeper, ist doch wirklich hell genug. Okay. Ja, dann bau mal um. Huch. Raus. Hab ich auch du bemerkt. Bist raus. Tschüss. Nie wieder. Raus. Stock Reception und so weiter. Wer das noch versteht, der, ne? Read time weiß, out. Was du meinst. Was ich was meine. Okay. War was? Raus.
Ja, mein Minecraft gibt mir immer noch keine Rückmeldung. Ich kann nicht sagen, was ich tun soll. Einfach mit dem Taskmanager killen? Ah. Den wieder zu starten dauert so ewig. Was, Taskmanager zu starten? Minecraft wieder zu starten. Ja, irgendwas musst du tun, oder nicht? So, Markus, wärst du mal so nett, die Mob-Farm irgendwie anzuhalten? Du hast die gebaut und musst darauf verstehen, wie man sie kurzzeitig außer Gefecht setzen kann, oder? Du kannst eigentlich einfach drunter bauen. Unter den, was ich hier gebaut habe. Wir haben da noch ewig Platz. Unter dem, was du da gebaut hast. Du hast hier außerordentlich viel gebaut. Was genau meinst du jetzt? Wo bist du? Gerade im Übergang zwischen Stein und Holz. Auf dem Weg runter. Übergang. Shit. Ich nicht sehen. Jetzt komme ich hier wieder runter. Hallo. Ah, hi. Pass auf. Hier werden die Mobs, hier kannst du durchschauen, hier werden die Mobs getötet. Das ist sehr weit oben. Unten hast du ewig viel Platz, wo du es dir einrichten kannst. Hatte ich mir auch überlegt gehabt, ja. Zum Beispiel hier, hier kann man ja diese doofen Dinger da wieder wegmachen. Wenn ich wüsste, wie das schnell geht. Wahrscheinlich mit der Axt. Nee, mit der Axt nicht. Und mit der Pickaxe auch nicht. Wird auch nicht wirklich. Naja, egal. Ja, nur ist eben dieses Well of Sacrifice relativ groß. Wie groß? Habe ich den Diviner hier? Ist doch, glaube ich, oder nee, da steht, glaube ich, nur dran, wie viele Uhren man dafür braucht. Well of Suffering. Schon die 13. Hier 16844. Also praktisch 32 Steine. Hat's irgendwie größere Ohren gehabt, aber okay. Höhe, Breite, Wert an? Steht nicht bei. Achso, du musst einfach nur 32 Steine irgendwie platzieren. Nein, das Ding platziert die Steine selber. Die Original Stones, wir waren zu 36. Ich hab 36 hingelegt, reicht. Ich habe ja hier diesen wundervollen Ritual Diviner, oder wie auch immer das Ding heißt, weil es ja nicht angezeigt wird. Das Ding baut die Rituale selbst. Dann lass uns doch mal schnell Google fragen. Achte mal. Du hast den Linker, glaube ich, noch. Da ist, müsste ein Bild sein. Ich habe ein Bild von der Mango noch. Bis? Mango, wo kam die nochmal und rein und so weiter? Egal. Jetzt ich, was war los mit der Manko? Ich erinnere mich an irgendwas, aber ich weiß nicht genau an was. Dass man, wenn man Mangos vorher frisst, dass man dann irgendwie so, ein krasseres Okay, ich erinnere mich, danke. Na gut, sag's ruhig, oute dich und so weiter, ne? Nee. Jeder, der in der Szene ist, weiß ich jetzt eh. Ja, natürlich. Also, wo muss ich rein? Das ist ein... ist das ein Ritual, oder? Das ist ein Ritual, ja. Okay. Ist das ein Ritual? Wo muss ich mich einschreiben? Sofort Rituale, super. Wir haben sehr wenige Kiwis übrigens. Warum das denn? Frank? Bitte was? Die hat Markus gegen Mangos eingetauscht. Wir haben sehr wenige Kiwis. Warum? Ich habe da nichts gemacht. Wahrscheinlich gibt es ein paar Leute, die daraus Erde gemacht haben. Die Steine sind so wunderschön. Kann man Pottasche-Äpfel eigentlich essen? Ja, schmeckt nur nicht. Und wie heißt das Ritual? Well of Suffering. Kann ich nicht finden. Also nicht finden, okay. Seltsam. Ach komm, jetzt ein Apfel. Oh, das regt schon wieder auf, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass man die Pottasche Äpfel genauso nutzen kann, aber kann man anscheinend nicht. Hm.
Oder ist das so ein Paradigmen? Nein, das ist ein Ritual. Kannst du das erstmal irgendwo anders hinbauen? Theoretisch ja. Ich glaube, die müssen ja alles behalten. Theoretisch. Und wenn nicht, bist du schuld. Ja, nee. Doch. Dann warte. Ist gut, ich mache ja schon. LP kostet das. Oder? Also nicht, kann sein. Na, dann warte mal. Irgendwas blockiert hier. Hui, der ist groß. Der ist groß. Hör ich öfter, der danke. Der ist ne, so kreisförmig. Und zwar mit Radius. Mit dem Radius vier. Von? Vier was? Vier Meter? Vier Meter. Die Bratwürste. Ein Radius von 4. Oh, das ist doch eine ganze Menge, ja? Also insgesamt 9x9. ja. Amen. Ich glaube, da stoßen wir in Franks Farm rein. Wehe dir. Wehe. Das war prekär von mir, das tut mir leid. Los in meine Farm rein. Boah, ja. Oder wir machen es unten, dass wir im Monster praktisch mit Wasser abfangen oder so in der Richtung. Ja, das können wir auch. So. Ja, aber, Frank, stoßen wir ja, allerdings bitte? Mit Franks Bahn zusammen. Oder noch weiter unten. Nee, ich wollte nur gesagt haben, es ist nicht so, dass wir gerade nebenbei ein komplett anderes Gespräch geführt haben, währenddessen, ne, Frank? So. Bitte was? So gerade eben jetzt mit dem. Also, ja, klar, ja. Das war auch der Grund, warum ich gerade so ein bisschen. So unglaublich unerwachsen kichern musste, als ich das gehört habe. Ja, und? Im Herzen sind wir alle noch Kinder. Ja, weil Kinder so unglaublich dreckig denken. Ja. Erwachsene Kinder, meine ich damit. Ja. Ach so. Kindsköpfe also. Ja, genau. Ja, die baumeln schon, wenn der Wind weht. Was? Der Grashalm. Ah. Nee, die Kindsköpfe. Was? Was? Ich komm nicht mehr hinterher. Wir haben 48 Angel Blocks. Wow. Baum. So. Hast du gerade Baum gesagt? Baum. Ach übrigens, Frank, hast du eigentlich schon deinen Knapsack? Mein was? Knapsack. Dein Sack. Ob du deinen Sack schon hast? Ich hab einen Sack, ja. Aber ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Kannst du da ganz viele Items drin lagern? Erklärst du, bereit, einen Plattform zu bauen, oder soll ich das machen? Was? Erklärst du, sind wir bereit dafür, unten die Plattform zu bauen? Nein. Nein. Ich bin genug. Weil du gerade sagst, ganz viele Items drin lagern, also habe ich ja rein theoretisch, aber das ist gerade so eine Art Barrel dann. Naja, zwei. Mit millionenfachen Speicher, weißt du? Frank. Die Storage Unit. komm mal her. Nein, das ist Strongbox. Nein, ich muss gerade was machen. Du kommst jetzt. Komme garantiert nicht bei dir. Aber in ihm. Das auch nicht. Nicht mal das. Ach komm, Leute. PG-18 oder was? Ich wollte gerade sagen, das war jetzt direkt gegen eine Person gerichtet, Simon. Das ging zu weit. Wieso? Das hat mich verletzt. Oh. Nicht das, was du denkst. Was auch immer du denkst. Oh. Ich denke, dass ich jetzt fliegen kann. Ich meine, Frank, unterste Strongbox, da ist jetzt noch der Knapsack drin. Knapsack? Den kannst du da in deinem Inventar als in den Rucksackplatz legen und dann hast du oben eine kleine Kiste an weiterem Platz. Der Knapsack, okay. Ja. Frank, du hast übrigens, wenn ich das mal erwähnen darf, unglaublich ungünstig gebaut mit der Bahn. Ja, bitte? Wieso? Weil der Kopf raushängt wahrscheinlich. Nee. Weil die Monster jetzt durch meine Plattform durchfallen müssten, theoretisch. Ah, wo kommt diese Scheißkette her? Da bin ich mich so angestrengt.
Ja, hast du aber falsch gemacht. Und hier spawnen immer noch ganz viele Monster. Ganz toll. Ja, dann leucht aus, meine Güte. Ich leuchte hier schon die ganze Zeit aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo die noch spawnen können. Ja, dann mach F7 an. Oder F8. Eins von beiden. Ja, es klappt bei mir nicht, irgendwie. Mach selbst, leuchte selber mal bitte aus. Tu mir den Gefallen. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ich brauche keine Enderköpfe und Zombieköpfe und so weiter, ne? Nö. Also, unsere Wände sind noch nicht ganz voll. Ja, guck in die Kiste. Ich weiß, Zombieköpfe vielleicht, weil da können wir, was raushiften von. So, Baits für, Fische. Sagen wir so, wir haben 20 Creeperköpfe und 22 Skelettköpfe hier noch drin, aber. Und noch ein kleines rotes Herz. Oh, cool. Warum ist da eigentlich so wenig drin? Da sollte viel mehr drin sein. Da ist so wenig drin, weil das regelmäßig aussortiert wird. In den Mülleimer. Dahinter. Ja, die habe ich da hingestellt.